Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal zu einem ganz anderen Video, als es hier sonst zu sehen gibt. Also kein War Thunder, aber doch irgendwie was mit Panzern. Ja, was könnte das hier wohl sein? Das ist Enlisted und zwar ein neuer Second World War Ego Shooter, ein Tactic Shooter aus dem Hause von Gaijin. Hier herausgebracht von, wie heißt die gute Firma? Ich muss das kurz nachprüfen. Darkflow Software. Der Entwickler dieses Spiels. Und im Prinzip, Leute, ist das hier die Alternative, wenn man keine Lust hat, Geld für so einen Shooter auszugeben. Die Alternative zu Hell Let Loose und Postscriptum. Es ist für viele bekannt von den Waffen und vom Gameplay her. Ähnelt das ganze Konzept des Spiels sehr dem Shooter oder dem Royal-Spiel Cuisine Royale, natürlich auch von Gaijin. Cuisine Royale aber eher so das Kind dieses Spieles hier, denn Cuisine Royale war im Prinzip ein Testbed für die Engine, die wir hier in diesem Spiel sehen werden. Im Prinzip geht es darum, bei Eroberung aktuell in der Open Alpha, bei Eroberung oder in einem Rush-Mode hier Punkte zu erobern und dabei natürlich die feindlichen Kräfte zu dezimieren. Das Ganze ist ganz besonders aufgebaut. Wir haben natürlich hier oben links Verbündete. Und auf der rechten Seite hier die Achse aktuell. Im oberen Reiter können wir auf Soldaten klicken, Trupp und Forschung. Darauf gehen wir ja schön noch später ein. Hier im linken Bereich haben wir verschiedene Squads, das heißt also quasi verschiedene Truppengattungen. Also hier zum Beispiel das 255. Infanterieregiment. Dann haben wir hier das 105. Pionier Battalion, also das 15. Pionier Bataillon. Dann haben wir hier das 113. Panzergrenadierregiment, also doch eher panzerlastig, wie man hier auch schon sieht und hört. Und hier natürlich das Infanterieregiment 19. Hier mit der Besonderheit, das ist eines der ersten Regimenter, die in der Open Alpha bekommt, mit einer Submachine Gun, mit einer Maschinenpistole. Die anderen Kameraden hier, das sieht man im Hintergrund, sind mit M41 oder mit Gewehr 41 ausgestattet. Wie auch die anderen Truppenteile größtenteils. Er ist hier momentan das meistgenutzte Gewehr in der Open Alpha bei der Achse-Seite. Auf die Verbündeten gehe ich, also auf die Alliierten gehe ich jetzt mal nicht ein. Das sind halt russische Gewehre. Ich meine, hier kann man sich vorstellen, was da für Gewehre genutzt werden. SVT-38 hier primär. Zurück zu den Deutschen. Gehen wir mal ganz kurz in die grobe Struktur ein. Man kann hier also quasi sich einen Squad aussuchen und dieses Squad dann editieren. Man kann dieses Squad auch weiter erforschen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel 6600 Ruhmpunkte, die man hier in die Forschung investieren kann, indem man hier diesen Weg folgt. Natürlich baut das alles aufeinander auf. Das heißt, man kann nicht einfach das Letzte erforschen, sondern man muss der Schlange folgen. Es gibt hier Truppenverbesserungen, die sich auf die gesamte Truppe auswirken, Personalverbesserungen, die Verbesserung von Daten, Verbesserungen freischalten, Armeeversorgungsverbesserungen, die halt das Equipment zur Verfügung stellen für die Gefechte und hier Werkstattverbesserungen, um im Prinzip eine Truppwerkstatt freizuschalten im Endeffekt. Ne? Mehr anderes ist es nicht, aber das hier kommt später. Und das gibt es für jeden Truppenteil, für jedes Squad, also für jede Truppengattung oder für jede Truppe, die man hier quasi sich reinziehen kann. Bei Truppe selbst sieht man hier quasi den Forschungsfortschritt. Wir sind jetzt aktuell hier bei Level 2. Es gibt hier aktuell in der Open Alpha drei Dinge zu erforschen. Einmal zwar hier der Angreifertrupp, den wir schon gesehen haben mit der MP35. Die Panzerbüchse 38, hier also quasi das Panzerabwehrgewehr, die Panzerbüchse. Und hier der Unterstützungstrupp mit dem MG34, hier meistgenutztes MG, beziehungsweise eigentlich ja MG42, aber gut. Ja, und wenn wir auf die Soldaten klicken, kommen wir wieder zu dem bekannten Reiter zurück. Mehr gibt es nicht zu sagen. Die Open Alpha könnt ihr aktuell frei spielen. Es ist halt eine Open Alpha, also sind erwartet nicht, dass den AAA-Titel, sagen wir es mal so, Leute. Das Ganze könnt ihr unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, euch da registrieren, anmelden, herunterladen und dann könnt ihr auch schon direkt loslegen. Aktuell ist es so, dass ihr auf ungefähr drei verschiedenen Karten spielt. Einmal gibt es einen Rush-Mode auf einer Karte und auf den anderen Karten gibt es dann Eroberung. Ich möchte auch gar nicht weiter um den heißen Brei herumreden und zeige euch einfach nochmal zwei Gameplay-Runden. Im nächsten Video, also nicht in diesem Video, sondern im nächsten Video gehen wir dann genauer auf das Panzer-Gameplay ein. Da gibt es nämlich auch noch einiges zu sagen, also seid auf jeden Fall gespannt und guckt auf jeden Fall wieder rein. Es kommt nämlich übermorgen oder
Mitte nächster Woche. Und ja, Leute, ich würde sagen, gucken wir uns mal das Infanterie-Gameplay an. Viel Spaß!
Thank you.
Puh, ich würde sagen, da haben wir doch gut gezeigt, was das Spiel im Prinzip ausmacht. Ich meine, es ist nichts Neues für Leute, die bereits Cuisine Royale gespielt haben. Also die Mechanik dahinter ist dieselbe, die Waffen sind dieselben. Es ist halt nur sehr viel mehr los. Also wir müssen natürlich hier und da das Auge deutlich offener halten, deutlich aufmerksamer sein. Es ist ein sehr, sehr schnelles Gameplay. Ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen und ich würde sagen, Leute, ich freue mich auf das nächste Video. Lasst doch gerne einen Kommentar da, ein Like da und wenn ihr wollt, natürlich auch ein Abo. Ist es kostenlos und unterstützt uns sehr. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.